Moin und hallo zu Hamburg der Tag. Es ist Freitag, der 4. Oktober und wir blicken natürlich wieder zurück auf die wichtigsten Entwicklungen des Tages und auf alles, worüber Hamburg im Moment redet. Und wir beginnen direkt mit unserem Thema des Tages. Das Drop-In in der Hamburger Innenstadt und drumherum ist unumstritten ein Elendsort mit vielen Problemen. Um einige Probleme drogenabhängiger und obdachloser Menschen rund um den Hamburger Hauptbahnhof zu lösen, hatte die Sozialbehörde mit dem Bezirksamt Mitte Anfang des Jahres ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Mit einer neuen Koordinierungsstelle, SozialraumläuferInnen vor Ort und dem Sichtschutzzaun an der Grünfläche vor dem Drop-In sollte das alles besser werden. Doch eine Verbesserung der Lage dort ist nicht zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil zeigen die aktuellen Zahlen. Immer mehr drogenabhängige Menschen werden im Konsumraum Drop-In betreut. Das berichtet das Hamburger Abendblatt und bezieht sich auf Zahlen aus der Senatsantwort auf eine kleine Anfrage der CDU-Fraktion. Demnach wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits 129.000 Kontakte zwischen Personal und Drogenkranken registriert. Zum Vergleich, im gesamten vergangenen Jahr waren es rund 160.000. Mehr drogenabhängige und obdachlose Menschen rund um Hauptbahnhof. Wirken die Maßnahmen gegen das Elend nicht? Doch, sagt die Sozialbehörde laut Abendblatt, der Zuwachs sei ein Beleg dafür, dass das Angebot gut angenommen werde. Nicht nur mehr vor ihrer Sucht getriebene Menschen, auch die Gewalttaten um das Drop-In haben zugenommen. Allein zwischen Anfang April und Ende Juni dieses Jahres ist die Polizei in den 91 Tagen 264 Mal beim Drop-In angerückt, fast dreimal pro Tag. Schlägereien, Diebstähle und Körperverletzungen waren die häufigsten Einsatzgründe. Aus der Senatsantwort geht zudem hervor, dass der Umbau des Vorplatzes direkt vor dem Drop-In und die Umgestaltung des August-Babel-Parks statt Anfang des Jahres angekündigte 1,3 Millionen nun 2,3 Millionen Euro kosten wird. Ja, und wir kommen noch zu einem ganz anderen Thema. Der Oktober hat begonnen, bis zum November ist es also auch nicht mehr allzu lange und dann beginnt schon so langsam aber sicher die Weihnachtszeit. Zugegeben, ein bisschen dauert es noch und so richtig in Weihnachtsstimmung ist bislang wohl der wenigste oder die wenigsten. Aber schon jetzt laufen an entscheidender Stelle die Planungen, unter anderem für die Hamburger Innenstadt. Und da haben wir einmal nachgefragt, ob Hamburg denn schon vorbereitet ist auf das Fest der Familie und Liebe. Wir sind super vorbereitet. Alle Planungen sind gut vorangeschritten. Es wird viel Weihnachtsbeleuchtung geben in der Stadt. Die Stadt wird sich atmosphärisch sehr stark präsentieren. Die Weihnachtsmarktbetreiber sind seit Wochen in den Vorbereitungen und befinden sich in Abstimmungen mit dem Bezirk Mitte, der ja die Genehmigungen erteilt. Die Weihnachtsparade wird an allen vier Adventssamstagen stattfinden, um 14 und um 17 Uhr. Die Märchenschiffe finden statt nach vierjähriger Pause, jetzt nach Corona, wieder, öffnen am Donnerstag, den 28. November, ihre Türen bis zum 23. Dezember. Weihnachten in der Hamburger Innenstadt wird super. Ja, und weitere Meldungen aus unserer Stadt, die gibt es jetzt im Nachrichtenüberblick. Der Hamburger Hafen und der Hafen von Singapur wollen in den Bereichen Digitalisierung, Dekarbonisierung und Cybersecurity stärker zusammenarbeiten. Einen entsprechenden Letter of Intent unterzeichneten die HPA und die Maritime and Port Authority Singapore bereits Ende September. Schwerpunkt der Zusammenarbeit könnten Pilotprojekte zur Erleichterung effizienter Hafenanläufe oder der Informationsaustausch über die Einführung emissionsfreier Kraftstoffe sein. In weiteren Vereinbarungen soll die Zusammenarbeit künftig noch konkretisiert werden. Der Hamburger Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Klaus Wiecher, spricht sich für ein freiwilliges soziales Jahr in der Pflege aus. Hintergrund ist ein immenser Fachkräftemangel in den Hamburger Pflegeheimen. Schon das dritte Heim stehe demnach vor dem Aus. Zum 1. November müssen sich die 200 BewohnerInnen des Amarita-Pflegeheims eine neue Bleibe suchen. Zwar sei es laut Wiecher gut, dass der Senat für hochwertige Pflegeheime die Vorgaben an den Personalschlüssel senkt, allerdings löse das noch nicht das Problem. Zusätzlich brauche es mehr Wertschätzung in der Pflege und ein freiwilliges soziales Jahr, das alle jungen Menschen nach dem Abschluss der Schullaufbahn absolvieren sollten.
Nach wie vor sterben fast jeden Monat obdachlose und wohnungslose Menschen auf Hamburgs Straßen. Laut der Senatsantwort auf eine Anfrage der Linksfraktion sind zwischen dem 6. März und Mitte September 12 Personen ohne festen Wohnsitz im öffentlichen Raum verstorben. Die Verstorbenen waren demnach im Alter zwischen 24 und 61 Jahren und nahezu ausschließlich männlich. Im gleichen Zeitraum waren auch 12 Personen ohne festen Wohnsitz in Hamburger Plankrankenhäusern verstorben. In einem Fall laufen Ermittlungen aufgrund einer Fremdeinwirkung. Die Linksfraktion fordert einen verbesserten Zugang zu Gesundheitsversorgung und will einen Antrag für eine Verbesserung bei der pflegerischen und medizinischen Versorgung im Winternotprogramm einbringen. Seit dem 2. April ist das Programm für den vergangenen Winter eingestellt worden. Ja, und damit kommen wir noch zum Sport. Unentschieden gegen Leipzig und Sieg gegen Freiburg. Die Formkurve des FC St. Pauli zeigt nach oben. Doch das ist kein Grund abzuheben und jeden Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Am Sonnabend kommt mit Mainz 05 ein Gegner nach Hamburg, der sich auskennt mit Abstiegskampf. Was die Hamburger sich für die kommende Aufgabe vorgenommen haben, dazu hat sich Cheftrainer Blessin auf der Pressekonferenz geäußert. Abgedeckte Einlassautomaten, geschlossene Tore. Noch ist hier alles verwaist. Doch am Sonnabend wird Deutschlands zweitnördlichstes Bundesligastadion wieder seine Tore öffnen und etwas weniger als 30.000 Zuschauer willkommen heißen. Am 6. Spieltag empfängt der FC St. Pauli Mainz 05 in der Hansestadt. Das Millerntor-Stadion ist nicht nur die Heimat des FC St. Pauli, sondern auch eines der stimmungsvollsten Stadien in Deutschland, weiß auch Cheftrainer Alexander Blessin. Für die Fans, glaube ich, die haben ein ganz, ganz feines Gespür. Und wir haben dann bei Dämmerung und wir wissen, dass das einfach dann auch eine magische Stimmung sein kann. Aber ich glaube, wir müssen dann wieder vorangehen, dass es genau zu so einer magischen Nacht dann auch wird. Ja, und also ich habe es brutal genossen und es war eine unglaubliche Stimmung. Und sowas wollen wir wieder sehen. Aber wie gesagt, die Jungs sind gewillt. Da weiß ich, dass die wieder alles abrufen werden und die Fans sowieso. Und es war unglaublich, was die 3000 Fans dann auch wieder in Freiburg abgeliefert haben. Also es war absolut toll und da kann man sich nur bedanken. Und so muss es aber auch sein, weil nur so schaffen wir es am Ende, unsere Ziele zu erreichen, ja, gemeinsam. Vor ausverkauftem Haus wollen die Hamburger nach dem starken 3:0-Auftritt in Freiburg auch daheim ihre ersten 3 Punkte holen. Bereits der letzte Auftritt im Millerntor-Stadion gegen Leipzig hat gezeigt, dass sie auch mit starken Bundesliga-Clubs mithalten können. Wir sind jetzt angekommen, aber es ist vielleicht, der Kollege hat es ja gerade eben schon gesagt, die 4 Punkte werden nicht reichen, um in der Liga zu bleiben. Also da müssen wir schon noch, mühsam erinnert sich das Eichhörnchen-mäßig, dann schon noch ein paar Schippen drauflegen. Am Sonnabend wollen die Kiezkicker gegen Mainz weitere Bundesliga-Punkte sammeln. 23 Mal standen sich die beiden Vereine bereits gegenüber und die Bilanz kann sich aus Hamburger Sicht sehen lassen. 8-mal waren die Boys im Brown siegreich, 6-mal die Mainzer und 9-mal gab es keinen Sieger. Das letzte Pflichtspiel beider Clubs liegt lange zurück. 2009 konnten die Hanseaten das Duell in der 2. Liga mit 2:0 für sich entscheiden. Diese Zahlen sprechen für die Hamburger. Doch schaut man auf die Tabelle, dann liegen die Mainzer mit einem Punkt mehr auf Rang 12 und der Kiezclub auf Rang 14. Mainz sollte nicht unterschätzt werden. Sie spielen sehr, sehr schnörkellos. Es wird wieder ein komplett anderes Spiel. Das heißt, da geht es wahrscheinlich wieder in die Richtung, wie viel Ballbesitzzeiten haben wir dann? Wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Im Spielaufbau sind sie sehr, sehr klar. Viel mit zweiten Bällen und dann geht es um die Aufnahme von den zweiten Bällen. Also es wird dann schon auch wieder ein sehr, sehr zweikampfbetontes Spiel. Damit die Hamburger für die kommende Aufgabe bestmöglich vorbereitet sind, haben sie wieder intensiv an der Kollaustraße trainiert. Dabei fehlten aber einige Leistungsträger. Wie sieht es also aus mit dem Personal mit Blick auf das Heimspiel am Sonnabend? Carlo wird nicht reichen. Also der wird jetzt wahrscheinlich noch so 5-6 Tage ausfallen. Da wird auch das Freundschaftsspiel nächste Woche wahrscheinlich zu kurz sein. Eher dann hinsichtlich dann Dortmund. Eli haben wir einfach rausgenommen, weil er angeschlagen war, also grippal, und hat sich da komplett auskuriert, hat gestern einen kleinen Lauf gemacht. Da hat er gut reagiert, heute war er komplett mit dem Training, das heißt, er steht komplett auch zur Verfügung. Robert hat ja auch wieder die ersten Einheiten gut absolviert und auch gut überstanden, keine Reaktion gezeigt. Genauso wie dann eigentlich auch letzterer, das ist Morgan gewesen, der dann ja immer so mit dem Soleus ein bisschen an der Wade Probleme hatte. Oberschenkel war dann auch ausgestanden, von daher hat er die letzten 3 Trainingseinheiten sehr, sehr gut überstanden. Das heißt, alle 3 stehen da auch zur Verfügung.
Egal, wer am Sonnabend auf dem Platz stehen wird, die Fans des FC St. Pauli werden ihr Möglichstes tun, damit die 3 Punkte in Hamburg bleiben und sie mit den Profis im ausverkauften Millerntor-Stadion den nächsten Bundesligasieg feiern können. Ja, und zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf das Wetter. Das Wochenende steht vor der Tür und da wollen wir natürlich wissen, wie es aussieht. Meteorologe Frank Böttcher, bitte. Ja, im Moment ist noch keine große Änderung beim Wetter zu erwarten. Damit herzlich willkommen zu den Aussichten. Noch ist hochurban, wetterwirksam und gestaltet das Wetter an diesem Wochenende auf das Allerbeste, ehe es dann zum Wochenbeginn ein bisschen wechselhafter wird. Mildere Luftmassen strömen dabei heran. Das Tiefdruckgebiet über dem Atlantik naht am Montag und solch große Wolkentürme wie hier im Bild sind dann am Montag über Hamburg zu erkennen. Aus denen kann es dann auch Gewitter geben. Jetzt kommt erst einmal eine sternklare Nacht auf uns zu und die wird richtig kalt. 3 Grad, die tiefsten Temperaturen. Bodenfrost kann sich einstellen, Nebel dazu. Das heißt, die Luft ist relativ feucht und deshalb auf Brücken vereinzelt schon Reifglätte. Das ist neu sozusagen. Und wer jetzt schon überlegt, Winterreifen aufzuziehen, es ist nicht ganz abwegig. Die Temperaturen steigen morgen auf 15 Grad an. Ein milder Herbsttag, das Ganze mit 7 Stunden Sonnenschein. Trocken bleibt es auch. Am Abend allerdings purzeln die Temperaturen schnell wieder in den Keller. Es wird allerdings nicht ganz so kalt wie in der kommenden Nacht. 6 Grad die tiefsten Werte am Sonntag früh. Der Sonntag ist ebenfalls freundlich und trocken bei 15 Grad. Und am Montag, da kommt dann das nächste Tiefdruckgebiet hereingezogen mit mehr Gewölk. Und am Nachmittag und Abend dann aus den größeren Wolkentürmen heraus kann es dann auch mal ein Schauer oder auch ein kurzes Gewitter geben, das Ganze bei Temperaturen von 17 Grad. Noch ein bisschen milder ist es am Dienstag, dafür allerdings feuchter. Wolkenluft zieht heran mit Schauern und einzelnen Gewittern, weniger Sonnenschein. Am Mittwochnachmittag Wetterberuhigung, es bleibt recht mild. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, vielen Dank, Frank. Soweit also die Wetteraussichten für den Moment. Und das war es auch von Hamburg, der Tag für diese Woche. Ihnen ein schönes Wochenende und bis dahin.